Das zeigt voll in die falsche Richtung, Mann. Wir müssen da rein. Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir gehen jetzt ein paar Burger fetzen. Bei Fat Butcher. Lang nicht mehr da gewesen. Die haben ein geiles Mittagsangebot, aber es ist Sonntag. Wir sind nur so da. Hab den Kollegen letztens getroffen und er meinte, yo, schau mal gerne wieder vorbei. Lange nicht mehr gesehen. Was geht ab? Oh, bist du Wiesenfeeling mitgebracht, Mann? Mein Gott, er geht ohne uns, Leute. Er geht mit seinen anderen Freunden hin. Nee, ich gehe tatsächlich nicht. Nicht? Nee. Einfach so? Einfach so? Okay, what the fuck? Schreibt so in den Kommentaren, wie er sein Outfit findet, Leute. Mir gefällt's. Ich find's gut. Schauen wir mal auf die Karte, Leute. Aber wir wissen schon. Oh, Burger of the Week haben die. Seit wann das denn? Ah, okay. Wir nehmen, wir teilen uns so einen Halloumi-Wrap. Dann nehme ich so einen Double Smash und einen normalen Fred. Ich glaube, Dimi macht es genau andersrum und nimmt einen Double Fred und einen normalen Smash, oder? Yep. Ja. Yep. Und dann die Curly Fries, die sind hier krass. Und einen Coleslaw, den hatte ich noch nie. Und wir teilen uns noch so einen Halloumi, gell? Habe ich schon erzählt. Ah, schon gesagt, okay. Das kam als erstes auf der Karte. Was geht ab, Bro? Was geht bei dir? Alles gut. Kollege auch, ne? Das ist der Dimi. Alkoholfrei, Leute, das ist. Genau, Erzvermittler, das ist keine Ahnung, was das ist. Dass es nicht sein muss. Die Limo des Hauses. Du warst, ich habe jetzt auch drei, vier Ärzte durch, weil ich habe ja immer generell Probleme mit Knie und so weiter. Beim Orthopädiezentrum am Stiegelmeierplatz. Da wurde ich das erste Mal wirklich gut beraten. Ich hatte auch hier. Okay. Also sie heißt übrigens auch Tati, gell? Ah, ja. Tatjana? Ja, ah, genau. Ja. Freut dich. Boah, das schaut super aus. Soll ich dir helfen? Nee, passt schon. Okay. Geht. Es kann sein, dass da was, ne? Aber geht. Okay, das schaut schon danke. Sehr, sehr mächtig und sehr heftig aus. Und die Klasse, vielen, vielen Dank. Guten Appetit. Danke, danke. Dankeschön. Was für Kritik, die kennen wir doch schon. Außer ihr habt irgendwas geändert hier. Eigentlich nicht. Ja, dann. Okay, probier es mal. Nicht zu kritisieren. Probierst du das hier? Dann bleib ich jetzt. Ja, okay, den hatte ich noch nie. Ja. Den hattest du noch nicht. Nee. Hatte nur irgendwann mal so eine Suppe, die du mir angedreht hast. Eine thailändische. Habt ihr noch, ja. Habt ihr noch so diese Tagesspecials? Oder Wochenspecials? Ja, Tageskarten, Alter. Jede Woche vier Gerichte. Ja, passt doch. Halloumi-Wrap, Leute. Der ist gut. Der ist auf jeden Fall gut. Sein Feedback braucht ihr. Meins kennt ihr schon und tat es auch. Hier geboren, aufgewachsen, auch in dem Viertel hier. Schon im Neuhauser Urgestein. Ich hab Beef mit diesem Viertel. In wow. Pokémon Go. Wegen Pokémon Go? Ja, die haben mich verbannt aus diesem Gebiet hier. Aus diesem Stadtteil. What the fuck? Ja. Bin hier nicht mehr gern gesehen. Also in Sachen Pokémon Go. Noch eine normale Portion French Fries. Da habe ich was geändert. Oh. Hm? Am Eck da. Ja, genau. Nicht Muttersprachlevel, aber halt fließend auf jeden Fall. Ja, aber klar, ein Grieche hört schon, okay, der ist nicht von hier. Also komm, Leute, ich nehme die Trüffel Mayo. Trüffel Mayo. Einen arabischen Stamm von der Sprache her? Also zwei, drei Worte, ja, natürlich. Aber das ist generell überall da. Balkanländer, sag ich mal. Hast du das Konzept und die Gerichte selber mitentwickelt? Schon geil. Wir wollten einfach Soulfood, geil, klassisch, hier nicht Topping, Mopping und was weiß ich was. Mhm. Einfach einen geilen Burger, so wie er ist. Also erst bekannt als der kritische. Erste kritische. Der erste kritische. Ich dachte mal, du bist der absolute. Nein, er ist der nette Mann. Sag ihm den Titel, den ich dir gegeben habe. Der Nachsichtige. Der Nachsichtige. Und was sagst du zum Burger? Warte. Ja, wie ich mir immer sage, der zweite Biss ist essentiell. Der ist sehr geil. Saftes Fleisch, schön knusprig. Chipotle, Chipotle ist es, ne? Schon geil. Okay. Sehr geil.
Vielleicht fährt er auch damit nicht mal, ne? Glaube ich nicht. Ja, er fährt doch zu den Orten. Meinst du? Und dann nimmt er halt auch noch das Essen, was so wirklich am nastiesten ist. Also Hauptsache Tropfen und Spritzen und was weiß ich was. Was ich damals. Das ist jetzt Martin's Potato Bun. Vielen Dank. Kali Orexi. Kali Orexi. Woher? Ja? Wegen des Kataraktes, oder? Ja, genau. Wegen was? Kataraktes sind die Wasserfälle. Egal wohin, wir sind immer die Arschlöcher. Ja, ich war in Albanien, die Griechen ist da, die Griechen sind die Albanien. Boah, die sind geil. Die sind richtig geil. Was habt ihr da jetzt anders gemacht? Das will ich gleich. Off Camera, Leute, Geheimnis wieder. Sie kommen immer knusprig an. Das ist krass. Aber die hier sind richtig nice. Kannst du mir mal die Marke sagen? Lampusten. Ist auch noch schön fleischig drin. Die sind echt. Die sind geil. Echt geil, Leute. Der ist auch geil hier. Warum werden die Pommes nass in der Box? Weil sich das Wasser, also die Feuchtigkeit sammelt. Das heißt, du musst was drunter machen, was das aussaugt, oder? Nicht. Du musst schauen, dass es gar nicht erst feucht wird, dass die Luft entweichen kann. Also, ja, gut, du lässt die Box auf. Sag nochmal. Was denn? Welche Soße findest du gut? Die Trüffelmayo ist krass. Okay. Die ist wirklich krass. Hast du schon von Salat probiert? Nee, noch nicht. Ich schon. Wie fandest du den? Ich bin tatsächlich nicht so der Mayo-Fan im Salat. Aber hier ist es jetzt nicht so extrem. Ich finde Krautsalat sehr, sehr gut. Muss ich noch testen. Mhm. Ich muss ehrlich sein, Leute. Ich mach schon ein bisschen schlapp hier. Der wird schwierig, ne? Klassische Abendding, weißt du? Tja, ergo, ich war erst um 10:30 bei meiner Schwester. Wir haben um 12 das Monopoly-Spielen angefangen und ich war um 6 zu Hause. Boah. Deswegen habe ich dir auch geschrieben, ob ihr schon da seid oder nicht, weil ich habe da erst meine Augen geöffnet. Ja gut, dass wir später gekommen sind. Ja, Mann. Habe ich dein Kind angenommen. Und gestern wurde ich am Tapfen gegessen. Bro, die Typen kommen und haben einen Bugatti vor der Tür stehen, aber schlachtet eine Ziege in seinem Scheißhotelzimmer. Aber auch so ganz krasse Sachen. Jetzt mal ernsthaft, also wir fliegen in irgendein anderes Land. Ja. Wie sieht's aus, Hong? Leidest du? Nein. Geht noch. Das kannst du zerstören. Wer hat dir besser geschmeckt? Smash oder Chicken? Also ich finde Chicken krass. Smash oder? Ja. Das ist sehr geil. Der Chicken war sehr, sehr krass. Und Curly Fries und Pommes war nicht die Pommes geiler. In dem Fall schon, ja. Die sind sehr krass. Die sind wirklich. Die sind sehr krass. Zelt drin war zu warm gestern. Okay. Das habe ich mir gar nicht gegeben. Ihr wisst, wir können nicht gehen ohne Nachspeise. Also ich meine deshalb, wir können, dürfen nicht gehen ohne Nachspeise. Fragen wir gleich mal den Chef, was das ist hier. Ja. Cinnamon Roll Bananentart. Cinnamon Roll Bananentart, crazy. Und ein feuchter Schoko. Feucht. Getränkter Schoko. Zumindest getränkt. Feucht hört sich immer so. Dann müsste er ja sehr saftig sein. Softig. Softig. Hau rein, gönn dir. Okay, was willst du probieren? Beides? Ja, ich meine zuerst. Das mach du zuerst. Wir warten auf die Reaktion vom Kritischen erstmal. Oh mein Gott. Der ist wirklich sehr softig. Aber der zweite Biss, du weißt, der ist essentiell. Der zweite Biss ist essentiell, ja. Dann kommt eine schwierige Frage von mir. Okay, was ist deine Frage? Der? Oder der bei diesem Burger oder dieser kranke Cheesecake, den wir hatten? Schwierig, weil der ist anders. Der Cheesecake war halt ein Cheesecake. Der Cheesecake war krass. Der war krass, ja. Aber das ist ein geiler Schokokuchen, weil ich habe viele Schokokuchen schon gegessen, die zu süß sind. Und das ist er nicht. Er ist geil, er ist saftig, er ist fluffig. Ich finde ihn mega gut. Selbstgebacken, Chef. Echt jetzt?
Ja, ist auch Bäcker. Krass. Ich mein selber süß ist nicht, deswegen... Das ist perfekt von der Süße, ja. Also mal schauen, ja. Ja, 40 gibt es nicht. Das heißt... Der hört sich schon sehr feucht an. Servus. Servus. Das heißt, diese Tarte ist auch eine Self-Creation von dir? Sehr gut. Aber ist echt krass. Der ist echt krass, ja. Er ist auch in einer Motorradgang. Also falls wir mal Stress haben. Die Banane schmeckt man nicht so stark raus, aber er schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und was geil ist, der süße Grad, für mich, der nicht extrem süß mag, ist wirklich perfekt. Probieren wir mal. Was ich am Mittelding hat, ist für 80 Euro Doppels. Und dann hast du vielleicht mein die Kleider schon wieder. Das genauso geht. Es ist von der Konsistenz auf jeden Fall anders. Anders, aber auch geil. Auch geil, gell? Auch ja. Geil. Ich finde den vielleicht sogar geil da, obwohl der schon sehr geil ist. Ja. Das sind beide sehr geil. Ja gut. Der hat die selber gemacht, hat er schon echt eine hohe Messlatte gelegt. Großes Kompliment an deine Hände. Ja, echt schön. Fieser Blick, wir sind voll. Ja. Starkes Dessert. Dessert war stark. Sehr starkes Dessert. Chicken war stark. Und Pommes war auch stark. Also nicht, dass das Smashburger nicht stark ist, aber die anderen Sachen waren noch stärker. Also heute. Die Pommes waren sehr krass. Das war ja das erste Mal hier. Ja. Die Curly Fries, wie du gesagt hast, die waren sehr gut. Ja, aber diese neuen Pommes waren nochmal. Genau, wollte ich gerade sagen. Krass, da kamen die neuen Pommes, die er schon empfohlen hat. Ja. Die haben die Curly Fries nochmal abgelöst. Ja. Die waren sehr, sehr stark. Diese Trüffel-Mayo, mega gut. Mit den Pommes zusammen oder den Curly Fries. Der Chicken Burger, da konntest du nichts bemängeln. Das Fleisch war super. Die Buns waren gut gewärmt. Die Chipotle-Soße hat perfekt dazu gepasst. War mega, mega geil. Und dann zum Abschluss noch das Killer-Dessert. Ah, nein, was auch erwähnt werden muss, fand ich auch sehr, sehr gut, war der Halloumi-Wrap. Ich fand den lecker. Ja, lecker war er schon, ja. Oder? Ja, okay. Ja, ich fand ihn gut. Ich mag halt Halloumi gerne. Ja. Aber das Dessert hat uns zwei Kuchen gebracht. Einmal diesen super softigen Schokokuchen. Ja. Der schon stark war. Der schon sehr stark war, den haben wir jetzt erst probiert. Und dann hat er uns eine Bananentarte gebracht. Habe ich so noch nie gegessen. Bananen-Cinnamon-Roll. Richtig, Bananen-Cinnamon. So hat es genau. Yeah. Bananen-Cinnamon-Roll-Tart. Auch so von der Konsistenz her etwas fester, ungewöhnlich. Auf jeden Fall. Aber es hat gepasst. Yeah. Es war sehr, sehr geil. Super lecker und nicht zu süß. Ich fand von dem Dessert her, weil ich es so noch nie gegessen habe, ich habe jetzt auch keinen Vergleich, kann ich keine 10 von 10 geben, aber auf jeden Fall eine super solide 9 von 10. Gell? Ja, der war krank. Der war krank. Ja, ich habe halt keinen Vergleich, deswegen... Also wenn er nur einen Kaffee führen würde, würde auch krass laufen. So Kaffee und Kuchen und so, dieses... Ja, Starke. Nee, der war top. Da war nichts zu bemängeln, der war wirklich sehr, sehr gut. Hat dich nicht umsonst gehypt, der war wirklich gut. Mein Gott. Ja. Alles klar, wir sehen, hören uns. Kuss geht raus an Fat Butcher, aka Fat Baker. Die haben auch ein krasses, nicht Mittagsangebot, das ist so eine, wie heißt denn das? Primetime Special zwischen Nachmittag und Vorabend. Das ist so die tote Stunde, die sie überbrücken wollen. 15 bis 17 Uhr. Burger, Pommes und Getränk 10er. Richtig geiles Angebot, aber Star dort, klar Smashburger. Aber Pommes überkrass und die Kuchen. Die Kuchen sind so heftig. Video offensichtlich vom September anhand Dimis Outfits. Ich kann euch nicht täuschen. Das war's von mir. Wie immer, like, subscribe, kommentieren. Checkt die Visa, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweck-Kanal. Der Mean, serious business und ciao.